kennst dich doch aus mit Zauberei und so. Zeig mal her. Dein Wolfsmedaillon. Es hat geruckt. Reagiert auf Magie. Also ist es wahr, was der Priester gesagt hat? Hörst du, Kleiner? Du bist gerettet. Den Ritter nehmen wir aus. Naja, es hat auf Magie reagiert. Das heißt ja noch lange nicht, dass es irgendwen schützt. Das könnte ja auch... keine Ahnung. Meine Kleidung von Staub befreien. Oder ein besserer Fliegengrill sein. Also besser mal fragen, woher das Zeug kommt. Woher habt ihr diesen Talisman? Sagen wir, er fiel uns zu. Wir sind auf Patrouille, nicht wahr? Und rennen ein paar Novizenpriesterinnen in die Arme, die da vor einem Schrein beten. Alle freundlich, alle am Lächeln. Wir wollten sie eine Runde bespringen. Oh, aber... Klappe! Bohold hatte einen seltenen, klaren Moment, plünderte den Schrein und fand das Amulett. Man weiß nicht recht, was in seinem Oberstübchen vor sich geht, aber hin und wieder ist er doch noch der Alte. Oh ja, er haut sie immer noch mit einem Streich entzwei. Jedenfalls haben wir uns das Amulett gegriffen und sind dann dem übrigen Patrouillenzug nach. Und dann, mein Lieber, erst rennen wir in ein paar Eichhörnchen von der bösen Sorte, die Luft voller Pfeile, aber wir bleiben unversehrt. Und kaum drei Eichhörnchen stehen noch, als plötzlich ein Drache heranpfeift, die Elfen auf die Knie fallen und wir alle Fersengeld geben. Das Amulett ist garantiert magisch. Obwohl es den Schrein ja nicht vor eurer Patrouille beschützt hat. Auch wahr. Also, wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Das sind ja alles vollkommene Psychopathen. Die plündern und vergewaltigen nur den ganzen Tag. Naja, egal. Ja. Das ist halt Energie drin, aber man weiß nicht, was es für eine ist. Da ist eindeutig Magie in dem Ding. Aber dass es deswegen Schwerter oder Pfeile abhält, bezweifle ich. Kacke, ich hab's gewusst. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Ehre und mein Arsch. Schall dich ein, Kleiner. Du ziehst traditionell in die Schlacht. Sei's drum. Und ich hätte den Edlen so gerne arm gemacht. Verfluchte Schande. Die Lavalettes kriegen nur, was sie verdienen. Ich hasse diese Verräter. Oh, wo soll ich als nächstes hin? Ha, hier ein Lazarett. Es scheint schon ordentlich gewütet worden zu sein. Worum geht's denn? Rand erlebt ja noch. Mit Volltest zum Sieg! Kommt zur Armee. Nee, lieber nicht. Immun, wie? Wenn wir nicht schon drin stecken würden. So. Mittagessen. Noch mehr Mittagessen. Habt ihr was zu erzählen? Nein? Okay. Deswegen eines Frauenzimmers. Aha. Kein Übungsplatz. Oh, da können wir doch schon was mitnehmen. Ja, ich muss euch vorwarnen. Ich spiele Rollenspiele immer so, dass ich alles plündern, alles mitnehmen. Die NPCs sollen nur noch ihre Kleidung am Leib tragen und sonst nichts mehr. Wobei, das mit Kleidung am Leib hatten wir schon im Vorspann weg. Das ist halt The Witcher. So. Die Soldatenabteilung von vorhin ist nicht mehr da. Ja, gucken wir unten nochmal rein. Was gibt's hier noch? Gut, die halten Sicherheitsabstand zu den Puppen. Warum nicht? Die könnten ja kaputt gehen. Das war die Motivation. Ich hab mir auch nichts zu sagen. Eisenbranke. Unsere Sache unterstützen? Was für eine Sache? Wir haben da so einen Hilfsfonds für Veteranen. Einen Fonds? Und das hat euch schon jemand geglaubt? Das ist kein Betrug. Hier geht's ums Armdrücken. Armdrücken? Schön. Genau. Du tust die Cola auf den Tisch und trittst gegen mich an. Wenn du gewinnst, sagst du die Einsätze ein. Wenn nicht, dann kriegt der Fonds die Piepen. Lust auf Armdrücken? Soll ich? Ach komm, machen wir einfach mal. Eine Runde ist drin. Wir steigen voll an. Wir setzen die ganze Zeit 2 Uren. Boah, sind wir wagemutig. Aha, wir müssen den Spaß hier in der Mitte halten. Ah, das bewegt sich ja. Also auch der grüne Ploppel da. Das ist gar nicht so leicht in der Mitte zu halten. Aber, jawohl. Und schon haben wir die Armen und Weisen ein bisschen ärmer gemacht. So.
Oh! Nicht so langsam da! Ihr seid beim Militär, nicht beim Tennentanz! Eins, zwei, eins, zwei, Bewegung! Na, hast du was Schönes zu sagen? Schön. Ah, andere Line zu sehen ist toll. Aha. Hier kommen wir nicht weiter. Ah. Bisschen. Siegen. Was für ein Tag für eine Schlacht. Sei unbesorgt, Gesandter. Geil. Wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. Ganz offen, Majestät, ich bin eher ein Mann des Wortgefechts mit Zunge und Feder. Ich als Friedensbote. Also die Stadt wurde schon ziemlich malträtiert. Einige Angriffe sind anscheinend schon fehlgeschlagen, dass man den brennenden Belagerungstürme sieht. Ja, und da vorne ist unser König. Da gehen wir mal hin. Ja, lassen wir die nochmal ein bisschen ausplaudern. Plaudern. Erster Versprecher. Schön. Endlich. Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Schwatzen. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Folgt mir, ihr Herren. Wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Sir, knapp. Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Sie kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät, verstehen sich auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Zum Geburtstag. Majestät. Was hältst du von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was halten Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr. Der Arme, der hat was abbekommen. Ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm verhallt. Verzeih es, aber ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man fragen, warum? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte. Du warst doch mit mir vor Brenna und im Ponta-Feldzug. Norman Sator. Immer noch Schütze? Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Norman Sador, für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum Zehnschaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Also dieser Volltest ist mir irgendwie sympathisch. Der versteht was davon, was er überhaupt labert. Der, ja, nettes Kerlchen. Und wir rennen erstmal wieder voll in die falsche Richtung, aber das ist mir egal. Ich schaue mich hier jetzt noch ein bisschen um. Ah. Das Lager ist leer. Anscheinend scheinen alle sich darauf vorzubereiten, die Stadt zu stürmen. Wird auch richtig heftig beschossen. Ah. Den Turm müssen wir wahrscheinlich gerade besteigen. Also, einsteigen. Erste in der Grube. Zuerst müssen wir den Mauer vor. Hey. Du hast den Großmeister besiegt. Schön. Deine Majestät erinnert sich an mich. Was für eine Ehre. Verzeiht meine kühne Frage, Majestät, aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal harrt der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder! Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück! Vergib, allergnädigster Herr, aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Wenn's sein muss, ändere ich's einfach. Ja, nicht in Frage, dass eine Bande aufmüpfiger Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben ja vollkommen recht. Ada lebt nicht mehr. Ich habe keine anderen Kinder. Ich verstehe. Diese Unterredung ist beendet, Gesandter. Kehr in dein Zelt zurück. Das ist ja mal ein Schleimer. Schwarzharden vor der Schlacht im Feldlager. So weit ist er schon gekommen. Ich möchte seinen faltigen